Eines scheint klar, auch in dieser Woche werden wir wieder Turbulenzen erleben. Auch in dieser Woche dürfte es Short Squeezes geben. Diesmal, so sieht es aus, ist es Silber. Aber ich versuche neben dieser ganzen Geschichte mit Silber, die ich in einen Kontext versuche einzuordnen, auch mal zu zeigen, welche systemischen Risiken daraus entstehen, etwa für Broker wie Robinhood. Und wenn es dumm läuft, dann könnte das Scheitern eines solchen Brokers eine Kettenreaktion auslösen, wie wir sie damals bei Lehman Brothers gesehen haben, aber dazu gleich mehr. Ja, es scheint klar, diese Woche wird auch wieder turbulent werden. Das ahnt das Wall Street Journal, das ahnt CNBC, das wird überall geschrieben. Diese Reddit-Trader, Wall Street Bets, dieser Subreddit, da wird jetzt schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben sozusagen. Und diesmal ist es Silber. Wir sehen, dass der Preis für Silber massiv ansteigt heute Morgen. Und da ist eben die Frage, sehen wir ähnliche Effekte wie bei GameStop oder wie bei AMC, also diesen Aktien, die hier nach oben getrieben wurden. Jedenfalls auffällig, dass wir am Freitag alleine Zuflüsse von 1 Milliarde in hier das maßgebliche Silber-ETF gesehen haben. Also diesmal nicht eine Aktie, die man eben so raufkaufen kann, sondern man kauft ETFs. Offenkundig zumindest tun das einige. Aber es gibt doch ziemliche Unterschiede in Relation zu dem, was da mit GameStop passiert ist. Denn GameStop ist ein relativ enger Markt gewesen. Die überwiegende Anzahl der Aktien war short gestellt, eben durch diese Hedgefonds. Jetzt haben wir es mit einem Markt zu tun, wo die überwiegende Mehrheit nicht short steht, sondern long steht, nämlich die Banken. Und diejenigen, die short stehen, das sind die Produzenten von Silber oder Förderer von Silber. Denn die sichern sich mit Short-Future-Kontrakten ab gegen Preisschwankungen, gegen Preisverfall bei Silber. Denn die besitzen Silber, wenn der Preis für Silber fällt, dann verlieren die praktisch ja an Wert. Dagegen kann man sich absichern, indem man Short-Kontrakte auf den Future sich einverleibt. Praktisch würden dann eben diese Kursverluste, die man erleiden muss, eben kompensiert im Optimalfall durch den Zugewinn des Futures, wenn ich auf fallende Silberpreise hier aufgestellt bin, eben durch einen Short-Kontrakt. Aber wir sehen jetzt, dass das ein völlig anderes Spiel ist. Und zwar haben wir jetzt die Situation, und das ist wirklich interessant, dass die Retailer, also die Einzelhändler für physisches Gold und Silber sagen, wir haben praktisch keine Bestände mehr, das ist alles ausverkauft. Und dementsprechend ist derzeit der Preis, den man bei diesen Retailern, bei diesen Verkäufern von echtem Silber und Gold bekommen kann, 30% höher derzeit als der Spotpreis, vielleicht jetzt ein bisschen weniger, also praktisch als der Preis, der im Kassamarkt gehandelt wird. Derzeit sehen wir, dass Silber ja massiv gestiegen ist, 8, 9, 10%, je nachdem, in welcher Sekunde wir uns gerade befinden. Jedenfalls ist es ein anderes Spiel und das versuche ich hier zu zeigen, denn der Silbermarkt ist eben deutlich größer. Da geht es um 1,5 Billionen an Marktkapitalisierung. Als die ganze Geschichte bei GameStop angefangen hat, sprechen wir von einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden. Also das ist eine andere Relation. Als GameStop bei 500 Dollar knapp war, da war die Marktkapitalisierung, glaube ich, im zweistelligen Milliardenbereich, aber eher im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich. Also wir sehen, wir haben hier einen völlig anderen Markt vor uns und das Short Interest ist eben auch nicht so wirklich hoch. Wie gesagt, es sind eben selber Silberproduzenten, die, um sich abzusichern gegen Preisschwankungen, eben Silber-Short-Kontrakte haben. Die Banken selber sind tendenziell Silber-Long. Hier sieht man das. Beziehungsweise bieten eben solche ETFs auf Silber auf der Long-Seite an. Morgan Stanley, der größte Halter, dann kommt auf Bank of America, dann kommt die UBS. Also das ist eine andere Geschichte mit diesem Short Squeeze. Gleichwohl, wenn alle gleichzeitig kaufen wollen, dann ist denn natürlich eine solche Preissteigerung auch durchaus möglich. Das passierte durchaus. Und das erinnert so ein bisschen an die Jahre 1979, 1980, als die Gebrüder Hunt damals massiv Silber gekauft hatten, wollten eben auch den Preis nach oben treiben, wollten einen Short Squeeze erreichen. Das gelang, der Preis stieg von 15 Dollar auf 50 Dollar fast in der Spitze, aber dann
wurden die Gebrüder der Marktmanipulation bezichtigt. Und an einem Donnerstag, an einem Silver Thursday, wie es noch heute heißt, knallte der Preis nach unten. Die Handbrüder gingen bankrott, denn das hat sie dann auch finanziell gekillt. Also das ist ein schönes historisches Vorbild, mit dem wir es hier zu tun haben. Eine interessante Parallele jedenfalls. Aber jetzt nochmal zu diesem anderen Thema. Wir haben Silber. Da bin ich gespannt, wie weit das eben laufen kann. Das Short Squeeze Potenzial jedenfalls ist deutlich geringer als in eben marktengen Aktien wie GameStop, AMC, wie sie alle heißen. Das ist also ein anderes Spiel. Dennoch kann der Preis massiv steigen, wenn eben genug Leute sich denken, da trete ich mal auf als Käufer auf. Wir haben jetzt in der letzten Woche ja die Nachricht erhalten, Robinhood braucht frisches Kapital, hat sich mal eben eine Milliarde Dollar besorgte. Wir hatten eine ähnliche Situation mit Bear Stearns, diesem Broker, diesem Investmenthaus im Jahre 2008. Dann Auftritte des Robinhood CEOs, der gesagt hat, nee, bei uns ist alles in Ordnung, überhaupt kein Problem. Ist das wirklich der Fall? Ich zweifle daran. Schauen wir uns zunächst mal Melvin Capital an, die eben maßgeblich getroffen waren von diesem Short Squeeze in GameStop, aber auch in anderen Aktien. Die haben 53% ihre Assets verloren, also der Hedgefonds hat sich halbiert in seiner Wertigkeit und das Problem ist jetzt, dass natürlich die Leute, die hier investiert sind, die Investoren in diesen Hedgefonds sagen, Leute, das kann ja wohl nicht sein, die Hälfte meines Kapitals jetzt weg innerhalb von Tagen, ich will mein Geld rausziehen, was noch drin ist, Redemptions, also da wollen die Leute ihr restliches Geld wiedersehen und das wird diesen Hedgefonds wahrscheinlich killen, wird vielleicht auch andere Hedgefonds killen und das wiederum wird bedeuten, wenn diese Hedgefonds gezwungen sind, aufgrund der Auszahlungswünsche schon alleine ihre Positionierung zu reduzieren, nicht nur ihre Short-Positionierung in Aktien wie GameStop, sondern vor allem auch ihre Long-Positionierung in Aktien wie zum Beispiel Amazon. Und das scheint eine große Position, unter anderem bei Melvin Capital zu sein, wie auch viele andere FANG-Aktien, dann sehen wir, dass hier durchaus das Potenzial für Marktbewegungen ist, die schwer erklärlich scheinen, ohne eben solche Short Squeezes, ohne solche Mechaniken, die hier der Fall sind. Und über diese Mechaniken vielleicht noch ein kurzes Wort. Viele sind sich nicht bewusst, welche Dinge hinter den Kulissen ablaufen, welche mechanischen Prozesse bei den Käufen von Aktien, bei den Margin-Geschäften der Fall sind. Das ist genau das Problem. Nach meiner Auffassung wird hier so ein bisschen ein böser Bub installiert, der Teufel, das sind die Hedgefonds. Wie gesagt, die Hedgefonds sind teilweise auf der Seite dieser Wall Street Subreddits, denn die kaufen die Geschichte auch mit nach oben, weil sie wissen, dass andere Hedgefonds in Schwierigkeiten sind. Also es wird so ein Gut und Böse Szenario hier an die Wand gemalt. Ich persönlich bin kein Freund von Hedgefonds, ich halte sie aber auch nicht für den Teufel. Es geht hier nicht darum, das zu verteidigen, aber es geht auch mal klar darum zu sagen, dass viele offenkundig die Mechaniken nicht verstehen und dann ein moralisches Gerüst hier aufstellen. Ich gut, wir gut, die anderen böse, die anderen, die sind sozusagen die Großen, die uns Kleinen hier abziehen wollen. Das ist natürlich immer schon so gewesen, gar keine Frage. Das ist kein sauberes Spiel, auch das ist keine Frage. Aber es ist eben wirklich die Frage, ob wir hier mit moralischen Kriterien weiterkommen, wenn wir faktisch bestimmte Dinge haben, bestimmte mechanische Prozesse, die erklären, was da eigentlich genau passiert. Und einer dieser Prozesse ist zum Beispiel gerade für diejenigen, die sagen, ich werde meine GameStop-Aktien nie verkaufen, die sollten sich bewusst sein, dass sie ja sogenannte Margin-Accounts haben. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel, wenn jemand eine GameStop-Aktie kauft, der Broker, dann zu dem Clearinghouse geht, denn er braucht ja einen Verkäufer der GameStop-Aktie, um eben den Käufer bedienen zu können. Jetzt ist die Situation so, dass bei dem Clearinghouse wiederum nicht der Kunde, zum Beispiel Thomas Müller, ein Konto hat, sondern eben der Broker ein Konto, Robinhood. Das heißt, alles, was da passiert über Robinhood, wird unter dem Namen Robinhood verbucht. Bei dem Clearer. Und das wiederum bedeutet, dass jemand, der ein Margin-Account hat, letztendlich die Aktie selber gar nicht hat. Er hat also zwar, denkt er, GameStop gekauft, aber er hat nur eine Forderung, einen Anspruch gegenüber Robinhood und dieser Anspruch gerät dann in Gefahr, wenn der Broker pleite geht, wenn der Broker nicht mehr liefern kann. Das ist sozusagen genau dasselbe Phänomen, wer in der Finanzkrise 2008 ein Short-Zertifikat von Lehman Brothers hatte. Der hat zwar theoretisch sehr viel gewonnen, als die Märkte abgestürzt sind, aber es
gibt eben das Emittentenrisiko. Damit waren praktisch die Zertifikate wertlos, weil der Emittent nicht mehr in der Lage war, hier auszuzahlen. Und das ist faktisch hier auch so, zumindest in den USA ist das so. Wer also ein Robinhood-Konto hat und GameStop-Aktien hat oder andere, der unterliegt faktisch dem Emittentenrisiko. Wenn Robinhood pleite geht und nicht gerettet wird, dann ist seine Kohle weg, auf Deutsch gesagt. Und dann hat er auch keine GameStop-Aktien, was diesen Leitspruch Hold the Line so ein bisschen fragwürdig macht. Aber das nur ganz am Rande. Da sind also verschiedene Prozesse im Gange, die praktisch eine ganze Risikokette darstellen, die normalerweise ein sehr geringes Risiko enthalten, denn wenn ich eine Aktie kaufe, zum Beispiel hier eine GameStop, dann habe ich das Settlement, also praktisch den Abschluss des Prozesses, erst 2 Tage später. Der Clearer sucht also für den Käufer, für den willigen Käufer einen Verkäufer. Das alles passiert, aber wird erst 2 Tage später verrechnet. Allein diese Differenz, diese Zeitdifferenz von 2 Tagen ist ein Kreditrisiko, wenn es dumm läuft, oder kann ein Kreditrisiko sein. Und so gibt es viele Risikoketten, die hier beteiligt sind. Und deswegen ist eben in der letzten Woche Folgendes passiert. Die Clearer haben gesagt, ey, die ganze Geschichte wird uns zu riskant, denn was passiert, wenn die Preise zu stark schwanken, zum Beispiel eine GameStop dann auch wieder abstürzt von 500 auf unter 200 Dollar, dann wird es einige Konten bei Robinhood killen und es kann sein, dass die nicht schnell genug in der Lage sind, die Konten hier dicht zu machen. Dann sind möglicherweise manche Konten negativ, beziehungsweise Robinhood hat dann die Arschkarte auf Deutsch gesagt. In letzter Konsequenz hat der Clearer die Arschkarte. Dementsprechend versucht er seine Risiken abzusichern und hat zu Robinhood gesagt, hey, du musst mehr Collateral, mehr Sicherheiten jetzt darstellen. Hier sehen wir, die sind gestiegen von 26 Milliarden noch am Donnerstag auf 33,5 Milliarden am Freitag. Da ist also eine Steigerung von 30%, was die Sicherheitsanforderungen betraf. Bei den maßgeblichen Clearinghouse hier, DTCC, das gehört Wall Street Banken. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Risiken massiv zugenommen haben im System. Und das ist der entscheidende Grund, nicht, dass man jetzt unbedingt Hedgefonds retten wollte. Da haben manche Hedgefonds sicherlich auch versucht, weiterzuhandeln. GameStop, das ist gelungen. Warum ist es gelungen? Weil sie über einen Prime Broker ganz andere Bonitäten darstellen können als zum Beispiel ein Broker wie Robinhood. Das nur am Rande, aber es gab auch manche Hedgefonds, die dann auch eben nicht mehr in der GameStop-Aktie haben handeln können. Und so ist eben die Frage, ja, natürlich, die Absprachen von Hedgefonds, die bestimmte Werte shorten und schlechte Pressemeldungen rausbringen, sagen, das Unternehmen hat das und das gemacht, das ist durchaus verwerflich. Manchmal aber haben sie recht, siehe Fall Wirecard. Aber die Frage ist, was ist besser, sozusagen diejenigen, die sie verabreden, bestimmte Dinge zu zocken? Wo ist da der Unterschied, wenn sich Hedgefonds verabreden? Okay, hier passiert das öffentlich, so passiert das meistens nicht öffentlich zwischen den Hedgefonds. Aber hier sehen wir nochmal hier die gestiegenen Risiken anhand der Tage, was sozusagen alleine Robinhood hier praktisch an Collaterals noch mehr darstellen musste. Das ist massiv gestiegen, deswegen brauchte Robinhood Kohle. Und wenn Robinhood ausfällt, dann haben viele beteiligte Player in dieser Risikokette ein riesiges Problem. Und das gilt dann auch eben für die Retail-Trader, also für die Kunden von Robinhood. Die sehen ihre Kohle vielleicht nicht mehr, wenn eben Robinhood nicht durch jemand anders ausgebailt wird, garantiert wird. Das ist das immense Risiko, das in diesem System ist. Und das wäre dann eine Art Lehman-Moment, vielleicht ein bisschen kleiner, aber auch Lehman war die kleinste Investmentbank damals unter den größeren. Dementsprechend muss man da schon ein Auge drauf haben. Und jetzt neue Beschränkungen hier für Aktien. Man darf nur noch eine GameStop-Aktie handeln, aber 5 Optionskontrakte. Hier sehen wir die verschiedenen Nokia 2000 Aktien und 1000 Optionskontrakte. BlackBerry, die entsprechenden Kandidaten sind dabei, COS und so weiter, also neue Margen, neue Beschränkungen, eben es geht nicht anders, weil das Clearinghouse Robinhood sagt, pass auf Junge, wir brauchen größere Sicherheiten, sonst wird das nicht passieren, dann muss Robinhood erstmal versuchen, diese Sicherheiten, also das Geld, die Liquidität aufzutreiben, um die bei dem Clearinghouse zu hinterlegen. Das muss in rasender Schnelle gehen, das kann man in der Regel gar nicht so schnell machen, also versucht man erstmal die eigenen Risiken ein bisschen abzusichern und es handelt sich hier um Risiken, vor allem für Robinhood. Hier sehen wir nochmal eine Grafik, wie das alles sich entwickelt hat. GameStop war zeitweise die wertvollste Aktie im Russell
2000 enorm. Und das für ein Unternehmen, das faktisch eigentlich am Ende ist, das einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte zu überleben, aber auch nicht viel mehr. Jedenfalls sehen wir, dass manche, und das ist auch interessant, die haben dann Folgendes gemacht. Die haben sich an einem ETF bedient, nämlich dem sogenannten XRT, das ist das ETF, das Retailers abbildet, also Einzelhändler. Und da war, wie gesagt, GameStop die größte Markt, das schwerste Marktgewicht in diesem ETF. Und dann haben jene Hedgefonds, die wahrscheinlich short gestanden sind, haben dann über dieses ETF versucht, eben GameStop-Aktien rauszuziehen. Denn GameStop war, wie gesagt, zwischenzeitlich 20% des Marktgewichtes. Das heißt, sie konnten über dieses ETF dann letztendlich die Lieferung der short gestellten Aktien garantieren. Das ist ein Treppenwitz eigentlich der Geschichte. Insgesamt muss man sagen, nee, die sind nicht alle blöd. Beileibe nicht diese Leute, die hier in diesem Schwarm auftreten. Es gibt vor allem ein paar Initiatoren in diesen Gruppen, wo man genau sieht, die Jungs haben ein Bloomberg-Terminal. Das heißt, sie sind Profis, die sind wahrscheinlich knapp über 30. Die wissen genau, was sie tun. Die haben die Hinweise gegeben, wo Short-Squeezes möglich sind. Denen ist überhaupt erstmal klar, was ein Short-Squeeze ist. Die haben auch ziemlich genaue Vorstellungen, wo sie dahin wollen. Aber die vielen Millionen, die täglich dazukommen in diesem Subreddit Wall Street Bets, da werden viele dabei sein, die eben keine Ahnung haben. Das ist zumindest anzunehmen. Dementsprechend gibt es da ein paar sehr schlaue Jungs, die sich da faktisch die Taschen voll machen. Und die anderen gehen massive Risiken ein, die sie wahrscheinlich nicht kalkulieren können. So argumentiert auch Trade Republic zum Beispiel hier in einer Mail an die Kunden, als man eben gesagt hat, pass auf, wir wollen euch schützen, euch Kunden. Faktisch muss Trade Republic sich selber schützen, hat deswegen den Handel praktisch ausgesetzt in Aktien wie GameStop, AMC etc. etc. Warum? Weil der Abwickler praktisch das Clearinghouse gesagt hat, und ich weiß nicht, an wem Trade Republic da dranhängt, die werden sozusagen nicht ein eigenes Konto haben, vermutlich, sondern hängen irgendwie an einem anderen größeren Fisch mit dran. Da hat eben das Clearinghouse gesagt, Leute, ihr kriegt jetzt nichts mehr, wenn ihr nicht sofort die Collaterals erhöht, also die Sicherheiten erhöht. Dementsprechend musste Trade Republic den Handel faktisch einstellen mit diesen Aktien, hat das dann aber begründet, und das ist eben das große Problem mit, ja, wir wollen euch schützen, euch Kunden, und das ist natürlich Quatsch, weil in erster Linie denkt jeder, wenn die Risiken aus dem Ruder laufen, an sich selbst, der will sich selbst schützen, so war das auch bei Trade Republic, und als dann plötzlich diese Sicherheiten wahrscheinlich wieder beim Clearinghouse dargestellt wurden, also Geld eingeschossen wurde, da sagt man dann, diese Beschränkung haben wir aufgehoben. Das ist natürlich letztendlich ein Ding, was dann zu so schlechter Presse führt. Sie wissen das bei Robin Hood, aber auch bei Trade Republic, geradezu ein Sturm, auch ein Bewertungssturm für die Apps etc. Der Fall war insgesamt vielleicht nochmal, und das bringt das ganze Geschehen ja auf den Punkt, die Internetsuchen nach Stock Market Bubble seit 2004 mit Abstand noch nie so hoch wie jetzt. Also wir sehen, dass hier dieser Internetschwarm letztendlich die Absurdität des Casinos ja ein Stück weit auf den Punkt gebracht hat. Das fällt jetzt ein paar mehr Leuten auf. Interessant ist, dass die Insider massiv verkaufen. Noch nie so stark haben Insider, also die Managementfunktionen haben in einem Unternehmen so stark verkauft wie jetzt. Zwei Standardabweichungen. Das ist extrem krass, und wir haben, wenn wir uns jetzt die Aktienmärkte mal anschauen, jetzt eine Phase, wo Anfang Februar vielleicht es nochmal ein bisschen nach oben geht, saisonal zumindest, und dann kommt eine sehr schwache Phase. Die systemischen Risiken sind auf jeden Fall deutlich gestiegen. Was passiert, wenn ein solcher Hedgefonds wie Melvin Capital über den Jordan geht, andere über den Jordan gehen, die müssen Long-Positionen verkaufen. Das wiederum bringt anderen Schwierigkeiten, so könnte eine Risikokette entstehen, die für sehr viel Volatilität auf jeden Fall sorgen dürfte. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Bin gespannt auch, wie es weitergeht. Ich sage Servus und Ciao.